Ich heiße Horst Henn, bin Familiare des Deutschen Ordens, der 350 Jahre in Ost- und Westpreußen das Bernsteinmonopol besaß. Ich leite heute das Bernsteinmuseum in Nürnberg mit angeschlossenem Shop für Bernsteinschmuck, den mein Sohn und ich in Danzig, in Gdansk, Polen, in eigenen Werkstätten fertigen lassen. Zu allen Zeiten hat Bernstein eine faszinierende Wirkung auf Menschen ausgeübt. Zum einen wegen der Farbvielfalt, 400 verschiedene Farbtöne und der Brillanz. Und zum anderen, weil daran eine 120 Millionen Jahre alte Geschichte klebt. Ich habe den Vortrag Faszination Bernstein genannt. Ja, das ist natürlich eine Geschichte des Bernsteins von Millionen Jahren, als es noch keine Menschen gab. Aber diese Dinosaurier, die man hier auf diesem Bild sehen kann, die hat es schon gegeben. Bernstein, den gab es an Kiefern, zedernähnlichen Bäumen, die im heutigen Skandinavien gestanden haben. Es waren große Bäume, die zum Teil bis 100 Meter hoch waren und bis 15 Meter Durchmesser hatten, die es heute noch in San Francisco gibt. Ja, viele Menschen fragen, wie kommen eigentlich die Insekten und Tiere in den Harz hinein? Sie sind durch den süßlichen Harzgeruch angezogen worden, sind vom Wind da drauf geflogen und wurden dann durch neuen Harz, der runterfloss, eingeschlossen. Und so findet man heute in den Bernsteinen die Einschlüsse oder Inklusen, wie man sie auch nennt. Ja, der bekannte Dichter Immanuel Kant aus Königsberg, der 1724 bis 1804 gelebt hat, hat einmal formuliert: O du kleine Mücke, wenn du sprechen könntest, wie anders würde unser Wissen über die Vergangenheit aussehen? Hier sehen wir eine Vergrößerung in einem Bernstein. Ja, was Sie hier auf diesem Bild sehen, ist versteinertes Holz der Bernsteinbäume. Kommen wir zum ersten Kapitel: Namen, Arten, Formen, Farben und Einschlüsse. Ja, wir sehen hier wieder das Titelbild. Bis zu 400 verschiedene Farbtöne gibt es, von weiß bis schwarz über blau, grünlich, wobei blaue, grüne, gelbe Bernsteine sehr, sehr selten sind. Der baltische Bernstein ist der beste eigentlich in der Welt. Er ist 40 bis 120 Millionen Jahre alt. Es gibt es noch in weiteren 5 Erdteilen, aber der baltische Bernstein, der beträgt etwa 90% der Weltförderung. Ja, und hier sehen wir einige Bernsteine, die besonders schön sind. Hier sehen wir einen gelben, hier sehen wir einen orangefarbenen Bernstein, der auch etwas älter ist, der schon länger aus der Erde herausgenommen wurde, einen ebenfalls gelben Bernstein. Ja, und hier sehen wir den sichtbaren Harzfluss noch im Bernstein. Es sieht aus wie Jahresringe, aber es ist der Harzfluss, der einst diesen Stein zutage gebracht hat. Oder ein Loch im Bernstein findet man auch offen. Das ist ein natürliches Loch, durch das einst ein Ast ragte. Stalagmiten und Stalaktiten hat es auch gegeben, so wie man sie auch im Frankenland in Salzbergberg findet. Es ist natürlich interessant, dass auch der Bernstein so gewachsen ist. Tropfensteine, das sind die wertvollsten Bernsteine. Das sind kleine, wir nennen sie auch Nüsschen, die so am Baum gehangen haben und die man so gefunden hat. Sie sind eigentlich immer die vom Kaufpreis her die teuersten Steinchen, die früher unsere Vorfahren durchbohrt haben und an Ketten getragen, als man noch nicht schleifen und polieren konnte. Ja, hier sehen wir einen besonders schönen Bernstein.
in Gelb mit praktisch Schlieren am Fuß dieses Bernsteins. Schlieren, das sind also ist Harz, der weiter im Bernstein sich erhalten hat. Ja, hier sehen wir auch einen wunderschönen, oder hier, da sind Bernsteine, Naturbernsteine von hinten beleuchtet. Auch hier wieder, und da sieht man auch die vielen Farben schon im rohen Bernstein. Ganz selten blaue Bernsteine, also 0,01% insgesamt findet man blaue Bernsteine. Ja, hier haben wir einen schwarzen Bernstein und einen weißen. Oder ganz selten einen cognacfarbenen Bernstein mit Weiß drin, mit Schneeweiß. Auch das ist sehr, sehr selten. Ja, was wir hier sehen, ist ein afrikanischer Kopal. Das ist eine Kette, die auch nicht gerade billig ist, wenn man sie erwirbt. Sie kostet mindestens auch um die 60 bis 80 Euro. Der Kopal ist ein Pressbernstein. Der ist also weicher als der baltische Naturbernstein und wird also so hergestellt, indem man ihn kocht, auf 130 Grad erhitzt und dann später presst. Ja, die Griechen haben den Bernstein als sogenannte Heliadentränen bezeichnet. Und hier sehen wir aus der griechischen Mythologie Phaeton, der Sohn des Sonnengottes Helios. Er beherrschte die Lenkung des vierspännigen Sonnenwagens nur mangelhaft und hatte beinahe den Untergang der Welt und des Universums verursacht, so heißt es in der griechischen Mythologie. Als Phaetons Schwestern seinen Tod beweinten am Meeresstrand, verwandelten sich ihre Tränen in Bernsteine. Woher kommt das Wort Bernstein? Es gibt verschiedene Worte wie Bernstein im Deutschen oder Elektron im Griechischen oder Sukhinit ebenfalls in Griechisch. Und Sukhinit kommt von dem Baum, dem Kiefernbaum, der Pinus Sukhinifera in Latein heißt. Und dann in Latein heißt der Bernstein auch Gläsum. Das Wort Glas, was wir heute haben, aber das ist noch lange nicht so alt ist wie der Bernstein, das ist praktisch durch das Wort Gläsum entstanden. Ja, hier sehen wir auch etwas, was selten ist, dass ein Bernstein im Meer Seepocken hatte, die darauf genistet haben und sind mit dem Stein zusammengewachsen. Der absolute Hammer, der größte Bernstein Deutschlands mit einem Gewicht von 12,410 Kilo aus der Ausstellung des Verfassers in Nürnberg. Und dieser Stein hat an einem Baum gehangen, der über 100 Meter hoch war und über 150 Zentimeter Durchmesser hatte. Ja, ein Mammutbaum, den man heute nur noch in San Francisco findet. Jeder zehntausendste Bernstein besitzt einen Einschluss. Tiere, Blütenblätter, Astwerk, Luft, ganz, ganz selten Wasser, Schlieren, Sonnenflinten. Ja, hier sehen wir einen Stein mit Astwerk eingeschlossen. Und hier ist eine Blüte, ein Blatt. Ja, und ebenfalls ein Blatt. Und es hat bereits Koniferen in der Urzeit gegeben, vor 40 bis 120 Millionen Jahren. Hier sehen wir den Teil einer Konifere. Ja, und nun kommen einige Tiere.
Was Sie hier links sehen, das ist eine Tarantel. Ja, man sagt ja, von der Tarantel gestochen. Und da sieht man die verschiedenen Tiereinschlüsse, Ameisen, Spinnen, Spinneneier, Mücken, Termitenschwärme, Blattläuse, Fliegen, Tausendfüßler, geflügelte Zikaden, Miniaturwespen, Schlupfwespen, Vogelfedern und ganz selten Käfer, Lurche und Schmetterlinge. Ja, hier sehen wir ganz deutlich eine Spinne. Es müssen sich damals wahre Dramen abgespielt haben. Die Tiere sind auf den frischen Harz draufgeflogen und wurden dann eingeschlossen, haben also eine Zeit lang noch gelebt, aber dann praktisch einen schrecklichen Tod erlitten. Ja, und das sind Spinneneier. Ich glaube, das ist eine Gottesanbeterin. Ja, Fundorte im Mittelalter und heute. Zunächst einmal hat man die Bernsteine am Strand gefunden. Diesen Bernstein, den Sie hier sehen, den haben wir natürlich mal dahingelegt und dann fotografiert den Strand und schnell wieder weggenommen, damit die Passanten ihn nicht von uns einfach wegnahmen. Ja, und hier sieht man ins Mittelalter, das war der Deutsche Orden, der 350 Jahre das Bernsteinmonopol hatte und hat also Menschen dazu beauftragt, den Bernstein, wenn die See unruhig war, vom Meer abzufischen. Ja, man hat sogar mit langen Stangen den Tang auseinandergerissen, um damit die Bernsteine zu gewinnen. Sie kamen dann hoch, weil die Bernsteine leichter waren als das Wasser der Ostsee. Ja, und hier sehen wir auch wieder einige Männer mit langen Stangen an der Ostsee, die jeden Morgen, wenn die See unruhig war, nach Bernstein fischten. Ja, das ist ein Bild von zwei Männern, die verbotenerweise in Danzig Bernstein suchen. Sie nahmen dazu lange Rohre, die sie in das Wasser steckten und haben praktisch den Schlick und mit den Bernsteinen aus der Tiefe herausgepresst und herausschwimmen lassen. Ja, wenn Menschen nach Königsberg kommen und schauen ihr ehemaliges schönes Land Königsberg und sehen, wie das heute aussieht, nachdem das ganze Königsberg heute Jantani heißt und von den Russen bevölkert wird. Wechselvolle Geschichte und der Deutsche Orden. Ich habe bereits einleitend gesagt, dass ich Familiar des Deutschen Ordens bin. Früher hießen wir Ritter. Und das, was Sie hier sehen, ist die größte Burg Europas, die sogenannte Marienburg des Deutschen Ordens. Sie wurde 1274 erbaut und ist auch heute noch die größte Burg Europas. Und wenn man sie besucht, da kann man sich davon überzeugen, wie die Ritter damals schon gelebt haben. Ja, sie hatten sogar Fußbodenheizung. Und das hat man also ausgenutzt, dass im Keller die Küche war und den Rauch und von der Küche hat man in Rohre geleitet und die Rohre unter dem Fußboden gelegt. Und die Ritter lagen dann auf Stroh und wurden also von der Wärme des Ofens, der aus der Tiefe kam, gewärmt. Eine sehr schlaue und interessante Möglichkeit, das Schloss und die Burg zu beheizen. Ja, hier sehen Sie mich bei einer Prozession. Ich führe meist den Deutschen Orden an mit dem Deutschordenskreuz. Das haben wir mal in unserer Werkstatt gemacht.
Es hat ungefähr 20 Zentimeter Länge und 18 Zentimeter Breite und ist aus weißem und schwarzem Bernstein. Bernsteinstraßen, die hat es im Mittelalter gegeben. Und man muss sich das so vorstellen, das waren keine Straßen im üblichen Sinne, das waren Pfade. Und an bestimmten Stellen in Europa, da hat man dann Plätze gehabt, in denen sich die Käufer und Verkäufer getroffen haben. Also die Bernsteinverkäufer war der Deutsche Orden. Der hat dafür Gewürze, Tuche und alles Mögliche an Lebensmittel getauscht. Ja, und hier sehen wir eine mittelalterliche Werkstatt. In Lübeck und in Bremen wurden die Bernsteine verarbeitet. Sie wurden sehr mittelalterlich in Gänsefüßchen praktisch bearbeitet und geschliffen und poliert, dass sie so nicht aussahen wie der heutige Schmuck. Das war eigentlich selbstverständlich. Ja, und hier sehen wir einen Deutschordensritter. Den haben wir selber gemacht. Er sieht also einem damaligen Deutschordensritter sehr ähnlich. Ja, hier sehen wir einen Pater, der Rosenkränze macht. Man nannte ihn Paternostermacher. Der hat es in Lübeck und in Bremen gegeben. Ja, wir kommen zu viertens Bearbeitung und Verarbeitung. Hier sehen Sie einen Blick in unsere Werkstatt. Die Bernsteine werden zuerst nach Größen sortiert und dann gesägt und geschliffen. Das machen meist Damen, weil Damen mit den kleinen Bernsteinen vielleicht durch ihre Hände besser zurechtkommen, als wir Männer mit unseren klobigen Händen. Hier wird gerade eine Kugel geschliffen. Ja, nur 20% Ausbeute. Von einem relativ großen Stück kann man nur eine kleine Kugel machen, bis sie dann geschliffen und gebohrt für eine Kette zur Verfügung steht. Ja, der Bernsteinstaub, ich werde immer wieder gefragt, was man damit machen kann, gar nichts. Der Bernsteinstaub kann deshalb nicht verwendet werden, weil Schleifpaste darin ist und insofern ist er wertlos. Man kann ihn praktisch nur entsorgen. Ja, wenn ich in Danzig bin, werde ich selbstverständlich auch schon mal schleifen und polieren, damit ich das nicht ganz verlerne. Faszetieren, das ist etwas ganz Besonderes. Das haben früher nur die ganz reichen Damen kaufen können, faszinierte Bernsteine. Ja, sie werden gebohrt und gefräst, gedrechselt und dann auf Ketten aufgefädelt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es wäre schön, wenn Sie ein Like hinterlassen und bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Videos mehr verpassen.